Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Wolfenhain. Ich wollte gerade Cleaner Hates sagen. Ja, es gab einen neuen Patch bei Cleaner Hates, jetzt sieht es so aus. Nein. Das letzte Mal war ich sauer. Deswegen bin ich jetzt nicht mehr am Feensee, sondern wir sind jetzt hier. Scheint das nur mir so oder kreisen die Dornen das Standbild des Dunwu tatsächlich ein? Oh. Nein, das Boot. Wow, Gisulf. Wow. Valdrada, spielst du etwa wieder am Kahn herum? Natürlich nicht. Was denkst du nun wieder von mir? Valdrada, ich hatte zu Dunwuin gebetet, dass er dich wohlbehalten zurückführen möge. Die Zeiten scheinen schlimm zu werden. Der Runenflüsterer geizt mit klaren Zeichen. Aber was ich lese, ist eindeutig Gefahr. Aber was sehe ich? Du bist mit einem Anhänger seines gleißenden Bruders unterwegs. Was heißt er gleiße? Er strahlt. Oder kennst du den Unterschied nicht? Ich kenne ihn nur zu gut, Paladin. Halte mich nicht für einen tumpen Krieger. Ich habe ein Ohr für Zwischentöne. Ich schulte es in vielen eindringlichen Befragungen. Soll ich auch deine Tonleiter kennenlernen? Ihr predigt Rechtsamkeit, aber ich höre Herrschsucht. Achte die göttliche Ordnung, Paladin. Der heilige Baum des Dorfes. Niemand kann sich an Geschichten aus einer Zeit erinnern, als der Baum noch nicht gestanden haben soll. Er ist alt. Sehr alt. Bald sprießt ja eine neue Alraune. Ich sollte mir die Stelle merken. Zurzeit hat der Regen die Nase vorn. Ja. Dumm gelaufen. Gut, also hier kann ich noch nichts machen. Da passiert später noch was. Ja. Das heißt, wir gehen jetzt nach Mühlenbrück. Hallo, Wanderer. Mein Name ist Erkmar. Darf ich euch meine Ware? Stammel nicht, Würstchen. Du siehst einem Abenteurer gegenüber. Ach, je. Wenn man mich nicht nervös macht, wird es nur... Ist der Kerl etwa besessen? Nein. Da wächst ja das Gras schneller, als ein Gespräch mit ihm zu führen. Einen Moment. Ich kenne ein altes Hausmittelchen. Was hast du vor? Verschone uns mit deinem Hexenwerk. Nimm diesen Stand, nimm mein Herz, das alles gebe ich für dein Lächeln. Du bist süß. Wo gehst du hin, Blume meiner Seele? Schön, das Sprachproblem scheint behoben. Dann sag, was hast du anzubieten? Den von Gefahr bedrohten Wanderern biete ich allerlei der wirksamsten Mittelchen für den Weg. Aber der blühenden Labsal meiner Augen biete ich etwas ganz Besonderes. Ah, ich möchte das Besondere. Das ist die Antwort, die ich ersehnt habe, Rosenhaar. Lass mich dir das Rezept für Kräutersud zu Füßen legen. Ein Trankrezept? Für mich? Erkmar, du bist ja ein richtiger Goldschatz. Naja, nun, also, ich hatte da noch eine kleine Gefälligkeit im Sinn. So, dann raus mit der Sprache. Ein harmloses Bübchen wird ja nicht gleich auf eine Nacht mit mir aus sein. Oh. Und? Was sagst du? Warum eigentlich nicht? Was? Wirklich? Einfach so? Also, ich meine, nicht, dass ich... Also, ich bin natürlich keine Zumutung. Ja, ja, nun fang nicht wieder an zu stottern, Erkmar. Das Letzte, was du nun gebrauchen kannst, ist Schleffe. Komm da ins Feld. Okay. Aber was macht man nicht alles um einen Kräutertrank? Beim Güldenen, was geht da vor? Wenn du das nicht weißt, frage ich mich, unter welchem Stein du bisher gelebt hast. Aber ich argwöhne, das Hexenweib treibt Schindluder mit der gebotenen rechtschaffenden Ordnung. Wenn du wüsstest, was sie treibt. Aber wenn du das herausfindest, ist es mit dem letzten bisschen Ruhe in der Gruppe vollends vorbei. Was stellst du dich vor meine Augen, Erwählter? Was redest du, Jungchen? Das tue ich doch gar nicht. Tust du wohl. Ach was.
Gisulf kann den wackeligen Frieden unter den Gefährten nur retten, wenn er Brun den Blick auf das Feld versperrt. Versuche Gisulf immer vor Brun zu postieren, bevor der sieht, was passiert, und versuche, das besser zu vermeiden. Und ich bekomme dafür jedes Mal 5 Erfahrungspunkte. Finde ich auch okay. Ja. Brun ist aber auch sehr nett. Der läuft immer nur von einem Fleck zum anderen. Waldrada, beeil dich. Aha. Ja, meine Güte. Danke. Gisulf hat Brun 46 Mal den Blick versperrt. Gisulf erhält insgesamt 230 Erfahrungspunkte. Na, das war ja ein kurzes Vergnügen. Was meint er damit, mein Orkan? Ich war doch... Ja, einfach himmlisch. Ach, meine Sturmbraut, das ist der schönste Tag in meinem Leben. Meinen kannst du mir noch mehr versüßen, wenn du an unsere kleine Abmachung denkst, Süßer. Aber ja, mein Herz, hast du bereits... mein Herz hast du bereits, dann nimm auch mein Rezept hinzu. Waldrada erhält das Rezept für Kräutersud. Ach, wenn ich nur an unsere gemeinsame Zukunft denke, wird mir mein Herz weit und leicht, meine Blume. Sobald ich mit meinem Stand genug für ein trautes Häuschen verdient habe, steht uns nichts mehr im Wege. Ja. Ach, Prinz Pantoffel hat ein Auge auf dich geworfen. Sag mir Bescheid, wenn er dich seinen Eltern vorstellt. Ich ziehe die Blicke wenigstens noch an, Schwartenberg. Und das Rezept war es mir wert, wobei... Ach, was rede ich überhaupt mit dir darüber? Habe ich erwähnt, wie ungeheuerlich mein Verdacht mittlerweile ausfällt? Guck auf mein Gesicht und rate, inwieweit mich das interessiert, Junge. Ach, du je. Ich liebe dieses Spiel. So. Wer war das? Er. Lüsterner Flegel. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Es tut mir leid. Und damit hat Rudwin wieder einmal seinen Wochenlohn versoffen. Was denn? Redest du von mir? Hey Kumpel, fass dir ein Herz und gib mir ein Aus, ja? Wirst doch noch ein Goldstück übrig haben. Warum sollte ich? Weil ich dir ein Geheimnis verraten will. Also gut. Gertrud, mach mal noch eins fertig. Hast du nicht etwas vergessen, Freundchen? Ich fürchte ja, was denn? Das Geheimnis. Du wolltest es uns verraten, wenn wir dir einen ausgeben, Schluckspecht. Aber ja, natürlich, Kumpel, pass auf. Puh, hab ich plötzlich eine trockene Kehle, kann kaum noch sprechen. Verstehe, da hast du noch einen. Gertrud, heute läuft's. Was seid ihr denn für welche? Wag es nicht, hier eine Nummer abzuziehen, deren Bart noch länger als dein ist. Das Geheimnis, los. Bitte, was denn für... Sag mal, kenne ich dich nicht? Weißt du, dass ich dich schon eine ganze Weile suche? Wollt ihr was erzählen? Ein Geheimnis. Aber psst, ich werde es sagen. Nur guck dir das an, Kumpel. Leer, komplett leer. Da schlägt's mir die Sprache. Der letzte Schnaps. Gleich 2 Gläser? Wie nehme ich denn nun? Mir doch egal. Lass die Lebe jammern, ich hau den Bech weg. Im Räuberwald, da ist ein Versteck. Am Wasserfall, tief im Wald, hängt ein Gesicht. Ganz aus Stein, mit lauter Stimme, fragt es dich. Doch wer den Räuberherrn nie gesehen, wird auch die Frage nicht verstehen. Denn auf dem Kopf, es steht ihm gut, trägt er einen grünen Federhut. La 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 la, einen Federhut, la la la, der steht ihm gut. Einen Federhut, la la la. Und jetzt haben wir auch das Passwort für den Wald.
Ich habe gehört, die Piraten sollen die Gehöfte an der Westküste immer schlimmer heimsuchen. Da haben wir im Laden des Inneren ja Glück, haben wir. Hast du den Wolfkopf an der Tür gesehen? Soll ich Viecher sich nur hertrauen, sag ich. Hier wissen wir uns zu wehren. Okay. Gebt bloß Acht, dass es euch nicht an den Feensee verschlägt. Ich könnte euch da Geschichten erzählen. Was guckt ihr so erwartungsfreudig? Ach so, wegen der Geschichte. Na, das sagt man doch nur so. Eigentlich weiß niemand was über den See. Brot? Ja, wenn da Fleisch läge. Dann wäre dein Wurmstum einen weiteren Speckring reicher. Krächze nur, Küken. Die Schwartenschichten sind pure, gewachsene Lebenserfahrung. So kann man das natürlich auch nennen. Nichts da, bei mir wird für die Übernachtung gezahlt. Oder wollt ihr Bekanntschaft mit meinem Besen machen? Ah, hier. Macht keinen Ärger, sagt nichts über mein Essen, dann werden wir uns verstehen. Also, was darf's sein? Was sagt ihr da auf Tratsch? Tratsch? Fragt die Leute, die zerreißen sich ihr Maul für ihr Leben gern. Ich hab damit nichts im Sinn. Na komm schon. Ihr werdet das nicht glauben, aber der alte Müller ist abgeblitzt. Der Lustkreis hatte seine Augen auf irgend so ein junges Ding in einem der Nachbardörfer geworfen. Hier war alles schon für eine große Hochzeitsfeier vorbereitet. Und was ist passiert? Tja, Reichtum allein macht auch nicht schöner. Ihr glaubt nicht, wie Frowin gezetert hat, als er zurückkam. Die Familie des Mädchens hatte ihn abgewiesen. Zufällig ist mir auch zu Ohren gekommen, wieso. Der alte Bock sei einfach zu hässlich, als dass man ihm die einzige Tochter geben wollte. Ich will das gar nicht werten. Ich sage nur, das hat er nun davon, der schmierige Zausel. Was für ein schönes Ende. Halt, halt, da fällt mir etwas ein. Ihr kommt doch weiter rum. Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Gegen guten Lohn helfe ich gern. Lohn? Pff, na meinetwegen. Bringt diesen Brief zum Wirt in der Ordensfeste. Och nein. Keine Fragen, liefert ihn einfach nur ab. Was soll das heißen, keine Fragen? Alles, was in die Feste eingeht, hat den Orden zu interessieren. Hast du nicht gehört, Junge, es gibt Lohn. Da gibt's nichts zu diskutieren. Der Brief ist so gut wie überbracht. Okay. Zum Glück muss ich die Herde zurzeit nicht zu den fernen Wiesen führen. Ich sag euch, mit all den Wölfen ist das gerade kein Zuckerschlecken. Oh. Ich habe einen Strohhut. Habt ihr Vögel gesehen? Sie wollen aufs Feld. Immer. Ständig. Muss wachsam sein. Wachsam. Vögel? Das einzige aufgeschreckte Hühnchen, das ich sehe, steht vor mir. Ruhig, Blondie. Ganz ruhig. Ha, was sage ich? Weg da, weg da, weg. So ein freches Biest. Weg, weg. Der Vogel pickt noch alles weg. Was mache ich denn nur? Im Namen der Gerechtigkeit befehle ich dir hinfort. Also gut, Piepmatz. Dann lodere ich dich mitsamt des Feldes von dieser Welt. Sachte, sachte, Jungchen. Wir finden einen anderen Weg. Knochen? Versuch es mit Gift. Damit kennst du dich doch aus. Hörst du wohl endlich mit? Ach. Gib gut Acht, Karkopf. Beeindruckend. Resigniert gucken. Okay. Okay. Seht, ein weiterer Dorn. Ich finde die Dinger schon mitten im Wald unheimlich, aber wenn sie jetzt auch in Siedlungen hervorbrechen. Wie war das? Was sagst du da über mich, Krufteinlage? Ich meinte den Dorn, Freund. Keinen Grund, mit den Pupillen zu flackern. Nennst du Berengar einen Lügner? Weiter immer zwei von der Sorte. Wer hat mich einen Lügner genannt? Der haarlose Fettwanz dort, wieso hast du ihm nicht schon die Füße abgerissen? Bist du wohl schlaff? Stinkendes, moderlumpiges, fäulendes, eiterwarziges, rattenkotiges Schleimgewürge. Dafür bezahlst du. Ach, verstehe, ihr seid Priester des Arnor. Katzenpissender Doofmann? Ihr könnt aufhören, ich weiß doch, wer ihr seid. Dreck. Was hat uns verraten? Niemand sagt heute noch Rattenkotik. Ihr müsst einmal eure rituellen Texte überarbeiten. Erklärst du mir vielleicht einmal, was das soll? Natürlich. Als welterfahrener Abenteurer sehe ich es geradezu als meine Pflicht an deine... Tun wir einfach so, als hättest du bereits darauf hingewiesen, wie abgrundtief ahnungslos ich sei. Aber das kann ich doch gar nicht oft genug wiederholen. Erfahrung ist nun einmal nicht jedem gegeben.
Wie dem auch sei. Die beiden da testen Abenteurer. Ha, das wohl. Erst vorgestern haben wir wieder einen erwischt. Der Hosenschisser hat doch glatt gekniffen. Eine Schande. Diese schwarzen Schafe ziehen immer wieder den Ruf unseres stolzen Bundes herab. Du musst es mir natürlich nicht erklären, wenn deine Zusammenfassung zu kompliziert für dich ist. Was redest du da? Also, von Arno hast du doch wenigstens schon einmal gehört, hm? Der Gott des Krieges, der Tapferkeit, der Kampfeslust und der mutigen Härte, ja, ja, den kennt nun wirklich jeder. So muss es sein, wenn sich das auch bis in deine Welt herumgesprochen hat. Da die meisten Abenteurer zum grimmen Arno beten, prüft seine Kirche immer wieder einmal, ob sie auch der Lehre gemäß ihr Handwerk verrichten. Ein feiger Abenteurer ist in ihren Augen eine schreckliche Sünde. So ist es. Dein Test wird natürlich wiederholt. Das nächste Mal wird überraschender ausfallen. Verkleiden wir uns etwa wieder als straßenräuberisches Nashorn? Psst, nicht vor dem Kandidaten. Wehe, wenn ich wieder das Hinterteil sein muss. Wehe, wenn du dabei wieder den Helm auflässt. Oh Gott, warum? Das ist alles sehr nett gemeint, aber unnötig. Ich bete zu Talma. Hä? Zum Händlergott? Ja. Aber du bist doch ein Abenteurer. Was soll das denn heißen? Natürlich, hier in der Gegend ist der Name Gisulf wie Donnerhall. Hä? Wie? Wer? Noch nie gehört. Na, was kümmert's mich? Dumm oder taub, keine Frage. Naja, die meisten kennen mich. Mal unter uns. Du weißt schon, dass die Tradition ganz klar ausfällt. Wer abenteuert, bitte zu Arnor. Talma verheißt Glück und Gewinn. Ich fühle mich da gut aufgehoben. Hä? Dann guck, was du angerichtet hast. Er ist verwirrt. Schluss mit dem Unfug. Ein Paladin? Zusammen mit einem Abenteurer? Du bist dir zu fein für Arnor. Hüpfst aber mit so einem umher? Du wagst es, den schwarzen Arnor vor den Güldenen zu setzen, Frevler? Allerdings. Über Bande gespielt, nicht schlecht. Was für ein gewaltiger Hieb. Ein Glückstreffer. Ein reiner Glückstreffer. Schon wieder? Hört auf zu streiten. Unsere neuen Bekannten sollten sich lieber nicht wieder aufregen. Ja, mit denen rede ich später noch. Oh! Mensch, Gisulf. Schmeißt er einfach so... Unglaublich. Einfach so schmeißt er was um. Ha, mit der Heugabel mache ich ein Riesengeschäft. Wartet nur ab. Ich stelle sie zurück. Ich stelle sie zurück. Okay. Wieso nicht? Gehen wir mal hier rein. Das Mühlenrecht hat Frovin reich gemacht. Wer Korn mahlen lassen will, muss hierher kommen. Und ratet mal, wie die Preise sind. Schamlos? Ach, du kennst Frovin also schon. Ja. Jeder andere würde die Kleiereste einfach wegwerfen. Aber hier? Hier darf ich das Zeug noch nach Mehlresten durchwühlen. Ein Mehlsack. Lenkt mich nicht ab. Frovin war heute Morgen mehr als deutlich, wie viele Säcke ich abzufüllen habe. Süß. Ich kann da drüber hüpfen. Natürlich hängt alles davon ab, das Korn möglichst gleichmäßig zwischen den Mahlsteinen zu schütten. Natürlich. Habt ihr euch die Füße abgetreten? Ihr seid in Mühlenbrück, nicht in einem der wilden Käfer ringsum. Also, du hast ja eine Prachtlaune, Weib. Worüber sollte ich auch lachen? Seit die Waage im nahen Wald umgehen, spielen die Kinder im Haus. Bei den Göttern. Jeden Tag dieses Getobe und Gelärme. Und mein Mann? Ha, den Flegel bekomme ich kaum noch zu Gesicht. Der schwingt wie ein Pendel nur zwischen Feld und Wirtshaus. Bei Talma. Sie holt dazu aus, uns ihre Lebensgeschichte erzählen zu wollen. Zu allem Überfluss hat mir der Müller noch meine Kette genommen. Da ist man einen Monat im Rückstand mit der Bezahlung und schon pfändet er. Die Kette hatte mir mein Mann aus der großen Stadt mitgebracht. Damals, als er noch ein stattlicher, unternehmungslustiger... Ja, ja. Aber diese Kette, die ist dir doch sicherlich etwas wert, oder? Natürlich, aber da ist kein Herankommen. Der Müller bewahrt sie in seiner gut gesicherten Truhe auf. Man müsste schon ein gewiefter Schlossknacker sein, um sie zu öffnen. Aber der Letzte, der das konnte, liegt begraben auf dem Friedhof. Mhm. Aber haben wir nicht damals 3 Schritt südlich seines Grabes auch seine Diebesausrüstung vergraben? Ich brauche einen Zettel und ich brauche einen Stift.
3 Schritt südlich Diebesausrüstung. Okay. Wir hatten ziemlich die Nase voll von ihm, müsst ihr wissen. Interessant. Lahme Ente. Na, warte. Okay. Ui. Waren wir hier schon drin? Ich glaube nicht. Oh ja. Soll ich deine Waffe umschmieren oder willst du eine Rüstung kaufen? Kaufen. Hätte ich das gewusst, hätte ich noch nicht mal zurücklaufen müssen. Oh. Kappe, Holzhelm. Ja. Entschuldigung. Huch, heiß, heiß, heiß. Da wollte ich auch nicht reinlaufen. Was haben wir denn da? Ein Heiltrank. Ein zerschlissenes Hemd. Seit die Burgleute im Südosten ihre Lieferungen eingestellt haben, wird das Eisen immer knapper. Für Nägel meint der Schmied, sei ihm das bisschen Eisen, das er noch hat, zu schade. Und ratet, was ich gerade jetzt am dringendsten brauche. Nägel. So ist es. Ich brauche Nägel. Viele Nägel. Gisulf erhält einen Erfahrungspunkt für seine ausgeprägte Auffassungsgabe. Ich würde sogar mit harten Stacheln vorlieb nehmen. Die Sache scheint dir einiges wert zu sein. Na und ob? Ich würde jedem, der mir wenigstens Stachel bringt, den doppelten Ladenpreis zahlen. Oh. Hast du Stacheln? Ja. Das sind zwar nur 50 Goldstücke, aber okay. Die heutigen Heuhaufen taugen doch nichts früher. Ja, da. Also gut, der ist wirklich riesig. Ich habe von einer Erfindung gehört, die Vögel verscheucht. Man braucht 3 Dinge dafür. Ah, richtig. Kopf, Hut und irgendeine Art großer Mantel. Warum nimmt er das nicht als Kopf? Was könnte man denn als Kopf nehmen? Ah, ein Salatkopf. Ja, macht Sinn. Hahaha, vor so einem Riesenkerl wäre ich auch davon geflattert. Also ein anderer als ich wäre davon gelaufen. Weniger abenteuerhafter, meine ich. 150 Erfahrungspunkte. Ich weiß gar nicht, was ich vor lauter Dankbarkeit sagen soll, edler Helfer. Och, das ist einfach. Die Hilfe ist mir 100 Goldmünzen wert, ist immer eine passende Bemerkung. Hahaha, hilfsbereit und lustig. Das ist eine schöne Paarung. Tja. Tag ein, Tag aus halte ich meine Wache und blicke nach Süden. Seht nur das gewaltige, rauchende Massiv der Zyklopenberge. Man sagt, Schauerliches soll in den tiefen Schluchten seiner Hänge hausen. Okay. Ehrlos gelebt, ganz allein liegst du unterm Prangerstein. Oh nein. Was für eine Scheußlichkeit dringt aus dem geweihten Boden des Toren. Heda, was hast du dort zu schaffen? Was ich hier zu schaffen? Du musst dein Streiter des Güldenen sein, um derart einfältig zu fragen. Diese Erde ist Toren geweiht. Hier betten wir diejenigen, deren Weg auf Erden ein Ende gefunden hat, und ich wache über die Würde dieses Ortes. Ah, pack dein Misstrauen wieder ein, Jungchen. Er ist ein Geweihter des Toren. Ich höre, es sind nicht alle Angehörigen eurer Gruppe mit Einfalt geschlagen. Misstrauen ist ein wertvolles Gut in den Händen eines gestrengen Befragers. Glaube mir, ich habe meine Erfahrung. Du hast dich um die Antwort gedrückt, angeblicher Diener des sonnenscheuen Gottes. Du wagst es, Torun auf dessen eigenem Boden zu lästern? Wisse, dass er auch deine Tafel führt und nichts vergessen wird, wenn du um Einlass... Höre und lerne, Erwählter. Merkst du, wie er die Antwort auf meine Frage ständig zum Schiffen bemühtest? Oder es ist ihm zu dumm. Du führst den heiligen Zug. Du musst lernen, wie man die Feinde des Güldenen von den frommen Knechten unterscheidet. Und bei dem da wachsen meine Zweifel. Du wurdest ertappt, wie sich in deiner unmittelbaren Nähe einer der lästerlichen Dornen erhob. Ertappt? Du gabst zu, dass du für diesen Boden, auf dem sich die Schändung des Lichts zutrug, die Verantwortung trägst.
Verantwortung. Ich bin der Geweihte dieser Stätte. Natürlich. Trotz dieser erdrückenden Tatbestände, die gegen dich sprechen, verweigerst du jede Auskunft. Vielleicht, um dein unheiliges Wirken zu vertuschen? Ein Wirken, das dem Sehenden geradezu ins Auge springt. Das reicht für eine Anklage. Anklage? Nun ist es aber genug, Junge. Aus dem dürren Garn lässt sich kein Strick spinnen. Der Geweihte ist doch sichtlich genauso überrascht wie wir. Gesegnet sei deine Glatze, die ein so vernünftiges Hirn birgt. Für einen Moment war ich schon besorgt. Schön. Ist dir vielleicht etwas aufgefallen, bevor sich der Dorn nach oben brach? Irgendetwas Ungewöhnliches? Nein, nichts. Ich habe Unkräuter aus dem Boden gerupft, als plötzlich ein Brummen und Brechen erklang. Dann bohrte sich das Unding empor. Wälder, Höhlen und jetzt auch ein Acker der Toten. Ich kann kein System erkennen. Das ist deine Befragung, Erwählter? Ich sag, das ist genug. Komm. Eines noch, Geweihte. Achte darauf, dass niemand seine Tiere in die Nähe des Dorns treibt. Irgendetwas geht von diesen Dingern aus, das sich der niederen Wesen zu bemächtigen scheint. Tiere? In diesem Ort? Das soll das geringste Problem sein. Selbst die Raben scheuen die unmittelbare Nähe. Drei Schritt südlich des Diebesgrabes. Das sollte die Stelle sein. Und die Erde wühlen wir mit bloßen Händen beiseite, ja? Jammer nicht, Küken. Dafür wird sich schon was finden. Ja, ich bräuchte eine Schaufel. Gibt's hier eine Schaufel? Nee. Ja, ich würde sagen, für heute war es das mal wieder von... Ich wollte schon wieder Clean Aids sagen. Was ist denn los mit mir? Von Wolfenhain. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Schauen wir mal, was beim nächsten Mal passiert. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.